Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Für euch ist das ein neues Video, für mich ist das alte Video gerade mal 5 Minuten her. Und zwar habe ich ja im letzten Video gesagt, dass ich den Kabelbaum hier aus der EJ6-Tür schon rausgezogen habe und ich euch jetzt erklären möchte, wie das funktioniert. Ja, gerade im Bezug auf den Kabelbaum richtig aus der Tür bekommen. Und das heißt, ich werde den EJ6 jetzt einmal rausrollen müssen, weil wir auf der Fahrerseite ja nicht mehr weitermachen können. Das Auto ist raus, Tür ist auf und als erster Tipp, ja, nehmt auf jeden Fall die Kotflügel ab, weil das Problem ist, sonst kommt ihr hinterher nicht an die Verbindung, die den Kabelbaum der Tür an den anderen Kabelbaum klippt. Ja, also macht das auf jeden Fall. Und das ist auch gar nicht mal so schwierig. Ich glaube, habe das schon mal in meinen anderen Videos erklärt. Und warum ich das Ganze mache, ist jetzt ganz einfach. Und zwar ist das jetzt die Vorbereitung für den Umbau der E-Spiegel beim EJ9 von Philipp. Und wenn ich weiß, wie man die Spiegel ausbaut, auch das habe ich schon mal erklärt: Türpappe abnehmen, Spiegeldreiecke abziehen, abschrauben und dann war es das auch schon. Und ich werde mich jetzt daran machen, den ganzen Quatsch hier abzunehmen. Ich habe jetzt den ganzen Kabelbaum erstmal rausgerupft. Das sieht jetzt ganz schick aus. Ja, also ich habe jetzt dieses Plastik absichtlich abgemacht, ganz einfach, damit ich die ganzen Clips ablösen konnte und damit ich hier drunter ist nämlich auch noch ein Kabel, was dann hier vorne lang läuft, damit ich auch das rauskriege und den Clip gelöst bekomme. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich wieder dran kleben. Meines Erachtens nach macht es keinen Sinn, weil ihr mehr Acht darauf geben solltet, dass ihr diese ganzen Clips da noch dran habt, weil dann könnt ihr den Kabelbaum auch sauber wieder verlegen. Ja, oder das Ganze sieht jetzt so aus. Also wir haben jetzt hier alles dran. Dann haben wir hier einmal Zentralverriegelung, Stecker vom Fensterheber bzw. vom Fensterhebermotor, Fensterheber selbst, elektrischer Spiegel und hier der Hochtöner. Deswegen den Kotflügel abbauen, weil hier unterm Kotflügel, da sieht man eben den Kabelbaum, der das Ganze zusammenhält. Versucht auf jeden Fall, also an den Seiten links und rechts sind jeweils so kleine grüne Pinöppelchen, versucht die irgendwie zu erreichen, weil dann könnt ihr das Gummi ein bisschen nach hinten ziehen und dann macht es das Ganze deutlich einfacher. So, wenn ihr das Ganze ein Stückchen abgezogen habt, sieht das Ganze so aus. Und den Stift hier vorne, diesen, da wo ich gerade drauf zeige, diesen grauen, einmal runterdrücken und dann könnt ihr das Ganze direkt abziehen. Im Innenraum heißt das dann natürlich, dass ihr den hier, der hinter der Tür sitzt, auch einfach abziehen könnt. Das empfehle ich euch allerdings von außen zu machen. Also das Ganze einmal mit diesen grauen Dingern, die ich euch gerade gezeigt habe, das einmal zusammendrücken und dann ein bisschen rütteln und dann geht das schon. Übrigens geht der Dank für den Tipp an Daniel. Ja, also wenn du das hier siehst, ich danke dir nochmal sehr herzlich dafür. Ja, und dann ist der Türkabelbaum auch schon raus.
Aber einen Clip gibt es noch zu lösen, und zwar sitzt er hier auf der Innenseite. Ja, also da kommt ihr nicht ganz gut ran. Deswegen Kabel einfach packen, ein bisschen ziehen und dann ist gut, dann kriegt ihr den auch. Und das sollte theoretisch Teil 1 sein des Umbaus auf E-Spiegel, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich tatsächlich noch irgendwelche anderen Kabel abziehen muss. Das wird sich erst dann zeigen, wenn wir den Civic von Philipp auf jeden Fall da haben und das uns anschauen können. Ich werde allerdings, glaube ich, vorsorglich nochmal schauen, welche Kabel da vielleicht verlaufen, welche da vielleicht passen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen geguckt und ich werde hier noch keine weiteren Kabel rausziehen. Ganz einfach, weil ich mir erstmal den Aufwand nicht mache. Heißt also, wenn irgendwelche Kabel nicht passen oder nicht vorhanden sind, dann ist es erstmal leider so. Dann muss ich tatsächlich nochmal an den EJ6 ran. Ich hoffe allerdings, dass zumindest der Kabelbaum, der zur Tür geht, der gleiche ist, also dass der quasi schon vorhanden ist in der Form, wie er notwendig ist. Ansonsten wird das ziemlich krepelig, weil er unten irgendwo rauskommt und den dann irgendwie da überall raus zu friemeln und den Sicherungskasten da raus zu fummeln. Und da habe ich tatsächlich wenig Lust drauf, weil es dann doch ein sehr größerer Aufwand wäre. Wird sich allerdings dann zeigen, wenn es dann soweit ist. Und dann würde ich sagen, war es das auch von meiner Seite wieder für dieses Video. War ein bisschen kürzer, ich weiß, macht aber nichts, denke ich mal. Da hinten habe ich ja gezeigt, wie der Kabelbaum aus der Tür genommen wird und worauf man theoretisch achten sollte. Und zwar einmal, dass der Kotflügel abgebaut ist und zweitens, dass ihr die Clips im besten Fall heilen lasst. Und ja, wie man den Kabelbaum auch aus der Tür löst. Wie gesagt, dafür einfach Kotflügel abschrauben. Und dann seht ihr schon, wo das Ganze quasi festgehalten wird. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wie immer. Lasst gerne ein bisschen Supporter, Däumchen, Kommentar, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!